Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik mit einem weiteren Trailer-Check und zwar zu einem Film, dem schon irgendwie eine recht krasse Idee zugrunde liegt und damit werfen wir einen Blick auf den deutschen Trailer von The Purge. Nacht ist es den Menschen erlaubt, sich zu befreien. Von all dem unterdrückten Hass und der zurückgehaltenen Gewalt, die sie in sich haben. Wieso tötet ihr dann heute nicht auch jemanden? Weil wir nicht das Bedürfnis danach verspüren. Vergiss nicht, wie viel Gutes die Säuberung uns bringt. Uns passiert nichts wie immer. Keine Angst, okay? Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir kündigen Ihnen den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung, an. Bei Ertönen der Sirene werden alle Notfalldienste für 12 Stunden deaktiviert. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Helft mir! Ist da irgendjemand? Bitte helft mir! Ich muss an einen sicheren Ort! Hört mich irgendjemand! Los, schnell! Hier lang! Johnny! Nein! Hier lang! Wieso hast du ihn hier reingelassen? Wir haben keine Ahnung, wer hinter ihm her ist. Unser Ziel der diesjährigen Säuberung versteckt sich in Ihrem Haus. Sie haben eine Stunde, um ihn zu finden und uns zu übergeben. Oder wir töten Sie alle. Die können doch hier nicht rein, oder? Die können doch nicht in unser Haus kommen. Diese Nacht überstehen und dann ist alles wieder wie vorher. Nichts wird jemals wieder so sein wie vorher. Ich finde, dass es ein ganz anständiger Trailer ist und eine ziemlich heftige Idee, weswegen ich schon eine gewisse Erwartungshaltung an The Purge von vornherein habe, den uns übrigens Universal Pictures ab dem 13. Juni in die deutschen Kinos bringt. Und hier wird die Geschichte erzählt der Vereinigten Staaten von Amerika, die inzwischen so gewaltbesessen und versessen sind, dass Gefängnisse überfüllt sind und die Regierung auf eine sehr gewagte und ungewöhnliche Idee kommt, um dem entgegenzuwirken, die auch zu funktionieren scheint. Denn sie führt eine Art jährliche Generalamnestie für 12 Stunden ein, die sogenannte The Purge, also die Säuberung, in der jeder Bürger tun und lassen darf, was er will und auch so gewaltverherrlichend, wie er will, Mord eingeschlossen, ohne Strafverfolgung fürchten zu müssen. Für diese 12 Stunden werden sämtliche Polizeireviere, Krankenhäuser und Co. geschlossen und jeder kämpft gegen jeden, eine Art Anarchie bricht aus. Und so versuchen sich natürlich die anständigen Bürger so weit abzusichern, wie es geht. Und dann wird hier im Speziellen die Geschichte von James und seiner Frau Mary und seinen Kindern erzählt, die sich während dieser 12 Stunden verbarrikadieren, wie so viele andere Familien. Er selbst ist Mitarbeiter in einer Sicherheitsfirma und hat deswegen Zugriff auf die beste Technik, bis aber plötzlich ein Mann um Hilfe wimmert, man ihm Einlass gewährt und das dann alles auf den Kopf stellt und eine Kettenreaktion von Problemen auslöst. Das kann durchaus interessant sein. Ich finde, dass hier der Trailer von The Purge aufgrund der vielen Überwachungskameras und aber der Idee, dass es etwas gibt, was in einer sicheren Zone gelangt, was wiederum eine Gruppe von Kriminellen haben möchte, an einen Mix aus Paranormal Activity und Panic Room erinnert. Und würde mich interessieren, ob ihr das ähnlich seht oder euch auch diese Filme durch den Kopf gegangen sind, während ihr den Trailer gesehen habt. An dieser Stelle schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Ich finde den Trailer ordentlich umgesetzt. Ich setze auch ein bisschen darauf, dass Ethan Hawke hier unter anderem als Hauptdarsteller dabei ist, der oft eigentlich für relativ anständige bis sehr gute Filme unterschreibt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Film zu bieten hat. Wie gesagt, wirklich anders daherkommende Grundidee und das ist heutzutage gerade in Hollywood schon viel wert. Und ich werde mir den Film auf jeden Fall ab dem 13. Juni ansehen, allein schon um euch zu sagen, ob sich der Film denn dann lohnt. Was haltet ihr vom Trailer? Schreibt es bitte gern in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr euch jetzt gerne noch, denn mit dem Trailer-Check bin ich jetzt hier fertig, meinen letzten Trailer-Check klicken oder meine Kritik zu Epic Verborgenes Königreich. Schaut bei Twitter und Facebook vorbei, wenn wir sonst noch über Filme reden wollen oder abonniert diesen oder meinen Zweitkanal, wenn ihr keine Videos von mir verpassen möchtet. Wenn doch, dann lasst es halt bleiben. Auf jeden Fall gibt es morgen um 15 Uhr spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.